Die Rundschau mit Jean-Doury Vincent. Sagt auf jeden Fall, wie der Ton ist. Das Politmagazin mit Themen, die zu reden geben. Tiere töten und grillieren. Das Rundschau-Experiment mit vier Fleischessern. Wenn man ihn so am Fuß rausgezogen hat, das ist so schlimm. Nein, nicht wieder mit Akzent, please. Ich verstehe wieder nichts. Come on. Bewegung sieht. Warnzeichen ignoriert. Das Geiseldrama von Yverdon. Eine Frau sagt mir, dass ich an diesen Ort. Tier zum Steak wird, das wollen die meisten nicht im Grillgart. Zeiten. Willkommen in der Rundschau. Freut mich, dass Sie dabei sind. Das Steak, das in diesen Tagen auf so manchem Grill gart, hat einmal zu einem Tier gehört. Soweit, so klar. Doch was genau in den Stunden passiert, wenn das Tier zum Steak wird, das wollen die meisten nicht so genau wissen. Rahel Sali und Michael Zollinger fanden trotzdem Unerschrockene, die sich auf unser Fleischexperiment einließen. Im folgenden Beitrag sind Bilder von Schlachtungen zu sehen. Endlich Sommer. Jo, das Fleisch ist aber hart verbrannt, ey. Das Schwarze würde ich, gar nicht, sollte man gar nichts davon essen. Vielen Dank für die 100 Bits, aber sowas schwarz verbranntes sollte man wirklich nicht essen. Die Schweiz. Ich meine, das Fleisch ist an sich schon krebserregend. Da brauchst du auch nicht noch dieses ganze Verbrannte daran. Das Verbrannte daran ist das Verbrannte daran. Grilliert. Und die Rundschau macht ein Experiment. Die sind herzig, geil. Ja, ja. Herzige Tiere zu Fleisch verarbeitet. Ja, das haben die gerade sehr geil gezeigt. So am Anfang, wenn die Kuh da bei den Menschen auf der Weide steht, dann machen die Selfies damit. Würde jemand dem Tier was antun, würden die ausrasten. Aber transportier das Tier einfach mal 2 Kilometer weiter und schon darfst du ihm den Kopf abschneiden. Typische Durchschnittsheuchler. Oh, das Blut am Boden. Musst du nachschauen. Jetzt ist ja noch kein Lebensmittel. Haha, schön kraulen unbedingt. Du bist ja, dass dem gut zu dem Tier so gut wie möglich geht und dann den Kopf abschneiden. Ja. Finde den Fehler. Jetzt ist ja der Lori. Ja, natürlich haben die auch, geben die denen auch Namen und sowas und gucken denen tief in die Augen. Genau. Here we go. Können wir töten, was wir gestreichelt haben? Der Blick hinter die Kulissen der Fleischproduktion. Er ist selten, aber wichtig. Das Rundschau-Experiment. Vorneweg, dies ist kein Aufruf zum Veganismus. Das musstest du jetzt ganz unbedingt ganz am Anfang sagen. Alter, was? Das ist ja actually eine Anti-Vegan-Doku. What the fuck? Why würdest du sowas sagen? Hallo, Moralos. Aber es ist ein Film über unsere Haltung zum Fleisch und zum Tier. Wir starten. Vielen Dank für die 100. Das war wirklich peinlich. Und die Schweiz grilliert. Junge, Junge, also noch ungesünder geht's aber auch nicht, ne? Da ist ja alles, was die Arteries clockt, oder? Chips mit Fleisch und Wurst? Wir haben Würstli grilliert, Cebaba haben wir grilliert. Zabule, Fleisch und Würstli, so gehört irgendwie zum Grillen, ja. Ja, super, man versteht wieder kein Wort. Das Hacklammfleisch. Rotwurst haben wir gehabt, Bulle. Und Bulle-Spieß, ja. Genau, ja. Die Schweiz. Schelle links, Schelle rechts. Isst Fleisch. Viel Fleisch. Mehrere Tage. Ja, die Schweiz isst Fleisch, viel Fleisch und keiner in der Schweiz kann seine Position verteidigen. Wundervoll. Sind wir unterwegs? Worauf achten Grillierende? So wie Sklavenhalter die Position nicht verteidigen können. Beim Fleischkauf. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was zu weisen ist. Auch Schweinswürstchen, glaube ich. Das ist Essen. Ich denke echt nicht viel. Ja. Wie, ja, von wo es kommt und wie. Ja, schaue eh nur für den Preis. Ja. Und was hat er gerade gesagt? Jetzt macht euch einfach Gedanken dazu, wie es den Tieren gegangen ist, bevor sie jetzt
bei euch auf dem Grill landet? Das ist eine gute Frage. Noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht so fest darüber nachdenkt. Nein, eigentlich nicht, nein. Ja. Also eigentlich gar keine Gedanken. Schaut, hier steht sogar Tierwohl. Aber das können sie einfach aus. Da steht Tierwohl drauf. Na, wenn da Tierwohl drauf steht, dann darf man es ja essen. Weil das ist ja dann. Damit gibt es dann ja kein Problem. So draufschreiben, denke ich mal. Da hat es 5 mögliche Sternli und es hat 1 einziges. Ja. Das heisst, es war nicht so Tierwohl gewesen. Also da ein Sternli von 5 beim Tierwohl. Aha, okay. Lustig und günstig. Wie das Tier gelebt hat, wie es gestorben ist, darüber macht sich hier kaum jemand Gedanken. Nehmen wir das Beispiel Rindfleisch. Das ist der Lori. Und aus dem Lori kann man eigentlich alles machen, was man heute auf einem Grill findet. Also man kann Spiessli machen, man kann Steak machen, man kann Brötchen machen, man kann Pulled Beef machen. Kann man Aha, okay. Glustig und günstig. Wie das Tier gelebt hat, wie es gestorben ist, darüber macht sich hier kaum jemand Gedanken. Ja, weil niemand will, dass das schlechte Gewissen kickt. Man will mit diesem ganzen Thema nichts zu tun haben. Nehmen wir das Beispiel. Genauso wie Sklavenhalter nichts davon wissen wollen, von irgendeiner Kritik an der Sklaverei. Die wollen nichts davon wissen. Geh weg damit. Es kriegt das schlechte Gewissen. In Fleisch. Es ist per Gesetz erlaubt, also lass mich damit in Ruhe. Das ist der Lori. Und aus dem Lori kann man eigentlich alles machen, was man heute auf einem Grill findet. Also man kann Spiessli machen, man kann Steak machen, man kann Brötchen machen, man kann Pulled Beef machen, man kann Würst machen. Man kann seinen Körper sinnvoll nutzen, um Lebensmittel zu produzieren. Den Körper sinnvoll nutzen für Lebensmittelproduktion. Ja, hey du, können wir dich nutzen für Lebensmittelproduktion? Lori. Nein, darf man nicht, wieso? Der hier ist für dich. Genau, weil du, warum nicht? Weil du ein Mensch bist, oder was? Warum machst du das fest an DNA? Was ist, wenn wir deinen Sohn scannen, es kommt raus, der ist kein Mensch? Dürfen wir ihn dann gleich behandeln wie du die Kuh? Ein kastrierter Stier. So sieht er später beim Metzger aus. Eine seltsame. Ja, genauso kann man das auch zeigen an Hunde und Katzen oder an Menschen. Die haben auch essbare Teile. Menschen kann man auch verspeisen von Nose to Tail. Vorstellung bei einem Tier mit Namen. Obwohl er zwar kein Tail hat, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also von der Zehspitze bis zum Schädel. Für mich ist es kein Widerspruch, weil jetzt ist er ja noch kein Lebensmittel. Jetzt ist Für dich ist das kein Widerspruch. Das ist ja der Lori. Der Lori hat einen Körper. Und das ist kein Widerspruch, weil du, weil jetzt aktuell ist es die Lori. Okay, und jetzt aktuell bist du der Ansgar. Und wenn man dich zu Essen verarbeitet, dann bist du Essen. Also funktioniert das die gleiche Logik auch bei dir. Also an dir. Körper, der Lori hat einen Geist oder einen Charakter. Hast du gerade Geist gesagt? Etwas, wie man auch immer das will nennen. Und jetzt tue ich ihn auch so behandeln. Florian Schwer, Biobauer im Jura. Seine Tiere leben draußen auf der Weide. Doch es sind Nutztiere. Sie alle. Ja, Nutzmenschen. Könnte man die Sklaven auch nennen, hä? Hat man wahrscheinlich auch genannt. Werden später. Ich meine, man hat Menschen im Zoo ausgestellt früher. Zu Fleisch. Der Hof ist nachhaltig. Bio. Der Hof ist nachhaltig. Bio. Jungen, wie dir das Bullshit-Bingo jetzt schon durcharbeiten. Wir sind bei Minute 5. Ja. Hier wird unser Rundschau-Experiment stattfinden. Aber klar, wenn die Doku anfängt mit, das soll hier keine vegane Promotion sein, ja, unbedingt willst du sowas am Anfang sagen, natürlich nicht. Natürlich willst du nicht etwas promoten, was eben die, kein Blutbad anrichtet. Warum würdest du kein Blutbad anrichten promoten? Warum würde man sowas tun? An den Grillstellen suchen wir Freiwillige, die mitkommen und vor Ort über ihren Fleischkonsum nachdenken. Wer kommt mit zum Schlachten? Ich will nie gesehen. Was habe ich euch gesagt? Ich will nicht sehen.
Junge, du willst nicht sehen, du willst nichts davon wissen. Du willst einfach nur deine Koteletts da auf dem Grill drehen und lecker, lecker essen. Lecker, lecker. Weil lecker, lecker steht über Moral. Schon immer. Lecker, lecker steht über Gehirn. Von daher, die interessiert gar nichts, die Menschen. Hauptsache lecker, lecker. Ja. Würde auch ein Hannibal Lecter sagen. Ja. Während der Menschen absticht und auf den Grill schmeißt. Ja, ich mag ihn nicht. Ja, das ist etwas für Sie. Bitte nicht. Ja, wieso haut ihr den Hund nicht auf den Grill? Erklär mal. Ich habe nicht gesehen, wie Tiere geschlachtet werden. Ich habe Mitleid. Was? Ich habe Mitleid. Steht da mit einem vollen Teller voller abgestochener, gequälter, versklavter, vergewaltigter Tiere. Okay. Wenn ich es wirklich so sauber sehe, wie sie geschnitten werden, fühle ich mich so ein bisschen gruselig. Fleisch essen? What? Ja. Tote Tiere sehen? Nein. Er sieht das anders. Oh, er sieht das anders. Jetzt ist es interessant, Allah. Eigentlich ist es vielleicht gut, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, dass ich einmal darüber denke oder studiere. Oder? Marcel Dietiker, 56 Jahre alt, aus München. Der heißt mit Nachnamen Dietiker. Was? Michenstein. Pro Woche isst er ca. 800 Gramm Fleisch, am liebsten Rind. Woher sein Fleisch kommt, war ihm bisher egal. Hauptsache günstig. Hauptsache, wait, what? Der isst Fleisch aus Massentierhaltung? Dann wärst du aber der erste Mensch auf der Welt. Das ist gleich, wie es dem Tier gegangen ist, während es gelebt hat und wie es geschlachtet worden ist. Vielen ist ja gleich, wie es mir geht, oder? Was? Dieses Paar achtet darauf, dass das Fleisch aus der Schweiz kommt. Ich vertraue ein bisschen darauf, dass das in der Schweiz eine gute Tierhaltung gibt. Auch sie sind dabei beim Experiment. Ja, bei solchen, ja. Ich werde ab jetzt immer in Debatten bei solchen Sachen, wenn jemand mit sowas ankommt, dieses, ich achte darauf, dass gut gehalten ist und sowas. Epistemic Pressing machen immer. Die hat einfach seine Epistemology pressen. Habe ich in einer Debatte gesehen, ist ziemlich lustig. Carla Schaubhut und Simon Fuchs, 36 und 43-jährig, beide aus Basel. Sie essen je 500 Gramm Fleisch pro Woche. Sie mag Schwein und Poulet. Worauf achten Sie beim Kaufen sonst noch? Wir sind jetzt Coop-Käufer und dort gibt es halt Naturplan und was es dort halt gibt. Aber wirklich spezifisch drauf schauen tun wir eigentlich nicht. Ein Monat später auf dem Biohof. Hallo. Hallo. Wir starten das Experiment. Biobauer Schwer und seine Frau führen den Hof gemeinsam. Grilleur Marcel kommt mit seiner Frau. Panida Dietiker, 29 Jahre alt, aus Münchenstein. Sie isst jede Woche 600 Gramm Fleisch, am liebsten Rind. Der Plan: Die vier sollen am nächsten Tag dabei sein, wenn ein Rind geschlachtet wird. Heute lernen sie die Tiere kennen. Immerhin ehrlich, und er sagt nicht, es ist alles vom Bauern nebenan. Ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für ihn, auf jeden Fall. Da weiß man, okay, da kannst du wenigstens nicht sagen, ich habe es mit einem Lügner zu tun. Weil das ist ja eigentlich in allen Fällen so. Das ist egal. Eine Annäherung an die Nutztiere, die sie normalerweise als Entrecote kennen. Das ist Mara. Tine Strahlstadt-Zintia. Ihr erkennt das. Das hier. Da, das ist ein Schmusebär. Dann lernen sie Lori kennen. Der Schmusebär, dem man den Kopf abschneidet, ja. Der am nächsten Morgen geschlachtet wird. Ach so. Nein, das ist der Lori. Das ist der Lori. Welle? Der Lori ist gerade der, der euch hier anschaut. Ah. Lori ist bereits weg von der Herde. Näher beim Stall, wo in der Früh der Metzger wartet. So soll für ihn alles stressfrei ablaufen. Hallo, Lori. Die Grilleure legen sich schlafen. Lori findet Ruhe im Stall mit zwei anderen Tieren. Dann 7.30 Uhr am nächsten Tag. Ja, man muss sich erstmal reinziehen, ohne Scheiß. Alter, was für eine fucking Horrorshow. Wie krank die Menschen sind. Da ist die Tierherde so, die sind irgendwie draußen und dann so langsam
wählt man sich irgendwie ein, zwei, drei aus. Die bringt man schon mal so in die Nähe des Schlachthofs. Und da verweilen die dann so ein paar Tage, um sie irgendwie langsam zu trennen von der Herde und sowas, bevor man sie halt absticht und zu Essen verarbeitet. Alter, Junge, Junge. Dass das die reale Welt ist, Mann. Die Vorbereitungen für die Schlachtung. What the fuck ist das? Der Metzger aus dem Ort bereitet das Gerät für den Bolzenschuss vor. Ich würde eigentlich lieber mithelfen. So ist es ein bisschen voyeuristisch. Sollten wir mithelfen, sonst ist das ein bisschen voyeuristisch. Die Stimmung, eine Mischung aus Ruhe und Anspannung. Lori ist jetzt betäubt. Rechtliche Vorgabe ist, dass jetzt innerhalb von 60 Sekunden der Kehlschnitt erfolgt. Ja, guckt's hin, guckt's hin, guckt hin. Aber. Gut. Komisch, ja. Und wie findest du das, für blutbar zu bezahlen? Dürfte man das mit dir machen? Das ist eine sehr schnelle Sache. Und ohne Lieder oder ohne Großlieder. Ich verstehe kein Wort. Noch ein bisschen runter. Wait, das Tier lebt ja noch. Gut. Zuckungen sind normal, sagen Experten. In einigen Minuten blutet das Tier aus. Lori ist jetzt tot. Melonenkäckchen. Im Moment jetzt fast kein Fleisch essen. Gerade, ja. Das war mal. In dem Moment, wo man ihn so am Fuß rausgezogen hat, das habe ich so ein bisschen. Aber klar, das müssen wir machen, um ihn dann aufzuziehen. Aber das ist so wie. Das war, glaube ich, so der Übergang vom. Vom lebendigen Tier zum toten Tier. Und in dem Moment, ihn am Fuß rauszuziehen, ist irgendwie, ja, das ist so ein Bewegung gewesen. Aber nachher, als er dann gegangen ist und ausgeblutet ist, ja, dann ist er für mich schon ist der Übergang vollzogen. Innerhalb 90 Minuten muss der Körper jetzt in der Metzgerei sein. Drei der vier werden mitgehen. Zurück auf dem Hof bleibt Bäuerin Nicole schwer. Das Töten, ein Moment, der nie Routine sein wird. Es ist insofern nicht courant normal, dass man einfach sagen kann, es ist eins zu eins. Es ist immer Emotionen da, es sind immer Emotionen da. Es ist sehr, sehr ein wichtiger Moment, dass man das Tier begleitet. Es ist bei uns auf die Welt gekommen, wir kennen es seit dem ersten Tag, wir kennen den Charakter, wir sehen den Namen. Wir leben Tag auf Tag mit ihnen zusammen. Kein Courant normal ist auch der Hof der Schwers. Hoftötungen sind selten. Von jährlich 600.000 geschlachteten Rindviechern sind in der Statistik gerade mal 0,25%. jeder isst Fleisch von Hofschlachtungen. Wait, aber es sind ja nur 0,2%. Wait, what? Sind Hofschlachtungen. Vergessen wir das mal lieber ganz schnell. Auch die Tierhaltung der Schwers ist untypisch. Der Markt ist anders. Zwei Drittel der Schlachtrinder kommen aus konventioneller Produktion. Wie hier. Monimast in einem Stall ohne Auslauf, ohne Stroh, ein Leben lang. Trotzdem geht es ihnen gut, ist der Bauer überzeugt. Hier sehen wir die sogenannte Flächenröst mit Gummiauflage. Der Vorteil von dem ist, dass es relativ kühl ist. Im Sommer ist das ein grosser Vorteil. Dankeschön, Zuckerinsel, für 60. Ein weiterer Vorteil ist, wir haben hier praktisch keine Fliegen, keine Ungeziefer. Man sieht selber, die Tiere sind.
Präsident von Swiss Beef. Sauber. Sie haben sehr gesunde Klauen, weil sie einen harten Boden haben. Sie können die Klauen abnutzen. Sie tun den Dreck, den Kot, den sie schiessen, tun sie vorweg mit den Füßen die Spalten abtrampen. Und darum bleiben sie sauber. Unter dem Spaltenboden wird die Gülle aufgefangen. Damit düngt der Bauer seine Kartoffel- und Getreidefelder. Wir leben nicht vom Tier haben, sondern wir leben am Schluss vom Tier verkaufen, vom Erlös, den wir davon haben. Und darum müssen wir auch Kosten bei dieser ganzen Produktion im Griff haben. Hagenbuch produziert, was viele. Jo, Flix, vielen Dank für deinen Sub. 14 Monate in a row. Vegan Support ist kein Mord. Dankeschön. Wir wollen. Gutes Rindfleisch. RMIT1, Griert RMIT1. Zu einem günstigen Preis. Das andere Drittel der Schlachtrinder sind Labeltiere. Das größte Label ist IP Swiss mit 17%. Hier haben die Tiere Auslauf ins Freie und Liegeflächen aus Stroh. Ein Teil der IP Swiss Tiere lebt in Mutterkuhherden auf der Weide. Wie diese Tiere von Swiss Black Angus. Das Fleisch, das wir an den Grillstellen am häufigsten finden. Boah, Junge, was? Das ist doch niemand, oder? Das ist ja schon kein Stück Fleisch mehr, das ist ein Stück Kohle. Hat nicht so gelebt. Es hatte kein Label. Auch werden die wenigsten Tiere auf dem Bauernhof getötet. Vielmehr im Schlachthof. Wer kommt mit dorthin? Mit dieser Frage stoßen wir auf wenig Begeisterung. Wir finden zwei Frauen, die Interesse hätten. Und ich finde auch, es ist wichtig für die, die Fleisch essen, dass sie das auch mal sehen. Genau. Warum ist das wichtig? Weil man halt das Tier auch essen. Und dann finde ich auch, dass es gut ist, wenn man mal schaut, wie das geht, die Schlachterei von A bis Z. Die eine ist Vegetarierin, die andere Fleischesserin. Beide möchten mit auf den Schlachthof. Dankeschön. Flavia Elin Müller und Romina Freiburghaus, 21 und 23 Jahre alt. Flavia kommt aus Bern, Romina aus Fraschels. Warum zeigen die das? Wen interessiert das? Romina isst pro Woche ca. 200 Gramm Fleisch, am liebsten Rind. Morgen, den Abend. Morgen. Flavia, freut mich. Sepp Neff, Betriebsleiter. Er wird die zwei durch den Schlachthof in Wiel führen. Zuerst geht es in die Produktion. Hier werden Kalbsstotzen zerlegt. Oh, ich darf nicht fest heranschauen. Knochenarbeit am Fließband. 48 Menschen arbeiten an dieser Zerlegelinie. Ein ungewohnter Anblick. Früher hatte jedes Dorf eine Metzgerei und Konsumenten Kontakt zur Fleischverarbeitung. Heute kennen viele nur das verpackte Fleischstück im Kühlregal. Man verliert den Bezug zu dem, was eigentlich früher noch alltäglich war. Sepp Neff ist überzeugt davon. Oh, guck durch das an. Alter, ist das. Ist das bodenlos. Man verliert den Bezug zu dem, was eigentlich früher noch alltäglich war. Guckt euch das an. Das ist. Steht einfach palettenweise irgendwie irgendwelche abgehackten Hufen und Füße und Köpfe da oben. Alter. Sepp Neff ist überzeugter Was für Barbaren kann man nur sein, ey. Fleischesser. Vegetarierin Flavia. Oder wie barbarisch kann man nur sein, heißt es wahrscheinlich. Hinterfragt. Sorry, ich Kasachstan. Ich nix verstehen. Den Fleischkonsum. Versteht ihr die Kritik gar nicht? Nur weil es für den Bauer oder den Landwirt oder den Besitzer ein Nutztier ist, hat das nicht weniger gern. Es hat einfach einen anderen. Eine schöne Mütze hat er da an, auf jeden Fall. Bedeutung für ihn. Eine neue Tierlieferung kommt an. Mir geht es schon recht emotional, weil ich. Ja, weil es halt so richtig so das lebendige Tier ist und. Ja, ich irgendwie mega viel Mitleid verspüren. Wenn man jetzt die gleiche Warte braucht, die irgendwo draußen hätte, neben der Weide. Ich hoffe, ihr versteht wenigstens, was sie da sagen. Wenn wir jetzt in die Bucht schauen, würden wir sagen, ja, die sind alle ruhig. Schön, denen geht's gut. Denen fehlt an nichts. Für mich ist es am schwierigsten, so irgendwie in die Augen zu schauen. Ich habe so das Gefühl, oh nein, ich weiss jetzt, was auf dich zukommt. Und
irgendwie habe ich das Gefühl, ja, hey, ich, aber ich denke... Hey, sogar du verstehst nicht, was die sagen. Hey, du bist auch Schweizer, oder nicht? Hey, ich die nicht stressen, machen sie sich Sorgen oder so, aber eben, für dich ist es auch jetzt so komplett vermenschlicht. Oder? Du hast es genau richtig gesagt. Für mich ist es Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass man, dass denen Tier gut geht. Nein, den Sklaven geht's gut, genau. Ist, dass sich gut entwickelt haben und dass ich jetzt aus denen Tier Fleisch gewinnen. Diese Angus-Rinder kommen hierher zum Sterben. Sie laufen noch motiviert rein. Ja. Der Schlachthof Hinwil hat in den letzten Jahren den Stall umgebaut, zusammen mit Tierwohlexperten. Der Aufenthalt der Tiere im Schlachthof soll so mit Markierungen, kommt euch das irgendwoher bekannt vor, angenehm wie möglich sein. Wisst ihr, wer noch markiert wurde, bevor er abgeschlachtet wurde oder halt umgebracht wurde? Nun die letzten Meter. Hinter der Metalltür wartet der Bolzenschuss. Normalerweise darf hier nicht gefilmt werden. Boden. Der muss jetzt sicher sein, dass er einen sauberen Schuss setzen kann. Voilà. Bereits kommt das nächste Rind. Etwa einmal pro Minute ein Bolzenschuss. Okay, ich würde gerne wieder rausgehen. Das ist mega krass gesehen. Aber gut zu sehen, dass es einfach gut effektiv wirkt und dass sie gar nichts mehr spüren. So wie ich es jetzt gesehen habe, finde ich es okay, wie es abläuft. Aber ohne Stress, dass sie von selber gehen können. Nach der Betäubung muss das Tier, wie auf dem Hof, innerhalb 60 Sekunden ausgeblutet werden. Jetzt macht er den Stich. Ihr seht ja alle mega zufrieden aus. Gefällt euch etwa nicht, was ihr seht? Warum finanziert ihr das dann? Und jetzt durch den Blutentzug stirbt. Krass. So, das ganze Blut, das man am Boden sieht und an der Wange, wie viel das da rauskommt. Es kommt wirklich so eins um anderes. Es kommt das nächste, kommt das nächste, kommt da wird ausgeschnitten. Es ist einfach zu viel. Industrielles Schlachten, um die Nachfrage nach Fleisch zu decken. Guckt euch das an, ey. Hut ab, machen Sie es. Geld regiert der Welt, schreibt der Typ, der jeden Tag dafür Geld bezahlt. Ich kann es nicht. Definitiv nicht, nein. 45 bis 48 Schlachtkörper pro Stunde. Die Menge ist für Flavia schier unfassbar. Ich finde einfach extrem krass. Und ja, dass das halt alles so nach irgendwann gegessen wird, gekauft wird und aber es wird so viel produziert, weil so viel Nachfrage da ist. Wenn ich so sehe, sieht es Hölle viel aus. Aber Sie tragen ja mit Ihrem Fleischkonsum dazu bei, dass da viele Tiere hängen. Ja, vielleicht ab jetzt nicht mehr. Das wäre ja schade. Ja, aber vielleicht jetzt so in den nächsten paar Monaten nicht. Aber das hier, was ich jetzt habe gesehen, ist mir auch zu viel gewesen. Wenn ich die Schlachttierkörper hier sehe, dann sehe ich eigentlich sehr wertvoll hochstehende Schlachttierkörper, die mir ein Vergnügen wird bereiten im Genuss und im Zusammensein, wenn es dann beim Grillen so weit ist, mit Kollegen, Freunden und Familie. Ja, ist das die Rechtfertigung? Darf man das mit Haustieren machen? Und wenn ja, darf man das mit Menschen machen? Aus demselben Grund, warum nicht? Nennt man den Eigenschaftsunterschied. Zurück in eine ganz andere Welt. Der Körper von Lori ist jetzt beim Schlachtbetrieb im Dorf. Die Stimmung hier ist intimer. Ja, jetzt nimmt viel vom lebendigen Tier da jetzt für mich. Ja, für mich ist jetzt einfach nur Fleisch, keine Lori mehr.
Emotionalität von mir ist Stress. Jetzt ist gut, oder? Jetzt ist mein Part wirklich erledigt, aber jetzt ist so ein Metzger, das ist jetzt ein Lebensmittel, das kann man verarbeiten. Lori, da sind sich alle einig, ist vom Tier zum wertvollen Fleisch geworden. Kurz darauf, Rinds Entrecôte. Das ist Luxus. Das ist Luxus, da ja. Gelebt, da gestorben, da geboren, da gegessen. Stell ich mal in eine Debatte. Mal gucken wir mal, ob du noch lachen wirst. Es ist nicht Lori, der serviert wird, aber Rind vom Hof. Wer hat... Doch, es ist Lori, die da serviert wird. Was verredest du da? Nach diesen Bildern Lust darauf. Marcels Frau lässt ausrichten, sie habe einen Online-Kurs. Alle anderen greifen zu. Du bist geändert an der Haltung zu Fleisch essen. Jetzt der Besuch auf dem Hof. Und zu sehen, wie der Lori lebt und nachher der Lori stirbt und der Lori ausgenommen wird. Ich glaube schon, ja. Dass ich ihn jetzt würde ein bisschen mehr zahlen, weil ich weiss, dass dann viel besser sind, im Freien, im Duss. Ja. Ich würde glaube näher, weil künftig eben mehr versuchen, Fleisch zu beziehen von so einem Bauernhof wie hier. Es steht fest, Team Lori isst auch in Zukunft Fleisch aus Überzeugung. Fleisch aus Überzeugung. Keiner von euch kann seine Position verteidigen. Hier auf einem Biohof in Zeglingen im Kanton Basel-Landschaft treffe ich gleich den Philosophieprofessor und Tierethiker Markus Wild. Here we go, endlich. Endlich, um Gottes Willen. Aber hätte ich nicht gedacht, dass die denen die Sendung einbauen, also... Von der Universität Basel. So wie die Doku losging, ey. Mit ihm, der hier in der Nähe lebt und sich selber vegan ja, der ist top. Ernährt, spreche ich darüber, warum er Fleischessen unanständig findet. Weil ihr findet das alle unanständig, deswegen könnt ihr eure Position nicht verteidigen. Ihr könnt sie vor euch nicht verteidigen, in eurem Moralsystem könnt ihr sie nicht verteidigen. Man stellt euch Fragen über euer Moralsystem und ihr brecht zusammen. Das ist ja das Lustige daran. Ihr stolpert dann von einer Fallacy in den nächsten Widerspruch. Das liegt daran, dass ihr eure Position vor euch selber nicht verteidigen könnt. So wie ihr nicht verteidigen könnt zu vergewaltigen, so wie ihr nicht verteidigen könnt Sklaven zu halten, so könnt ihr nicht verteidigen, diese Tiere da zu essen. Ja, weil die Leute im Film, die wir gefragt haben, die meisten haben sich nicht auf das Experiment einlassen. Offenbar Leute, die Fleisch essen, die wollen nicht so genau wissen, wo das herkommt und schon gar nicht dabei sein, wie es produziert wird. Ich frage mich, ob da jetzt Hochdeutsch antwortet. Warum ist das so? Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man ganz klar trennen zwischen... Oh nein, der redet nicht auf Hochdeutsch. Lebendige Tier auf der einen Seite und dem Tier, das wir auf dem Teller haben. Das ist wie eine Barriere, die wir im Kopf eingebaut haben, sodass wir es ein bisschen mit unserem Gewissen vereinbaren können, dass wir Fleisch essen. Es ist einfacher, wenn wir die Sachen separiert halten. Wenn die Leute dabei sind mit dem Kontakt, wächst auch die Empathie, das Mitleid sozusagen mit dem Tier. Warum ist das so? Du brauchst nicht mal Mitleid mit dem Aber Tier. Aber Pflanzen haben auch Gefühle. Genau, du brauchst kein Mitleid mit dem Tier und trotzdem kannst du deine Position nicht verteidigen. Du wirst rein logisch widerlegt. Wenn man das Tier sieht, ist es natürlich gegenüber. Es hat Augen, es schnauft, es lebt. Aber interessant ist dann auch, sobald das Tier betäubt worden ist und geschlachtet wird, verwandelt sich sofort in eine Ware. Und das zeigt, eigentlich sind unsere Nutztiere sind Ware und keine lebendigen Tiere. Hallo, Nessa. Also nachhaltig in dem Sinn ist es ja eben nicht, wie man sieht bei den Leuten im Beitrag, die werden weiterhin Fleisch essen. Sie sagen aber auch, wir werden in Zukunft wirklich darauf achten, dass wir Fleisch zum Beispiel eben vom Bauernhof haben, wo wir wissen, dass der Tier gut gegangen ist. Aus Sicht des Tierethikers ist das eine gute Folge von dem Experiment. Wenn es eine Folge wäre, wäre es eine gute Folge. Aber ehrlich gesagt, ich zweifle daran, weil Studien zeigen, die Sachen sind nicht so nachhaltig. Am Schluss nimmt man das, was bequemer und billiger ist. Und wir haben viel billiges Fleisch. Jetzt ist es so, dass seit Tausenden von Jahren die Menschen Nutztiere halten, dass sie sie auch schlachten. Jetzt an einem Tier oder Tier, wo es gut geht, auf einem Hof, wie der Lori, den wir im Beitrag kennengelernt haben, was spricht denn im Fall von so einem Tier dagegen, dass man es halt am Schluss gleich schlachtet?
Wir können kein Fleisch haben, ohne dass man ein Tier tötet. Und die grundlegende Frage ist eigentlich, wieso können wir uns erlauben, ein Tier umzubringen für unsere Zwecke? Weil mit dem Tier hat es ja nichts zu tun, es ist nur für uns. Und das ist eigentlich ein Problem. Wir erlauben uns, über das Leben und den Tod von Tieren zu bestimmen. Und wir züchten sogar Tiere, um sie zu töten und zu essen. Die werden ja nicht natürlich geboren, sondern die werden für uns hergestellt. Es sind eben Nutztiere. Und Nutztiere, das, die haben wir eben unter anderem auch jetzt hier im Biohof. Die tun einerseits die Wiese mähen, sozusagen. Am Schluss werden die auch in irgendeiner Form geschlachtet, weil auch die Bäuerin sagt, ja, es ist auch gut, wenn wir noch am Schluss etwas davon haben. Was ist da moralisch, ethisch dagegen einzuwenden? Man kann immer zwei Perspektiven nehmen. Die eine ist von innen. Und dann gibt es bessere oder schlechtere Tierhaltung. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn man nur mehr Biohöfe hätte in der Schweiz. Also wir wissen, es gibt ja schon viel einen besseren Standard, als was wir haben in der Schweiz. Warum haben Sie denn trotzdem Mühe mit diesen Höfen? Weil auch die töten ja Tiere. Warum finden Sie denn dort auch, das ist ein Problem? Wir haben ja Perspektiven von außen auch. Und da können wir uns fragen, ist es wirklich angemessen, dass man Tiere für unsere Zwecke tötet? Und ich glaube, Tiere haben genauso ein Recht auf Leben wie Menschen auch. Warum sollte man Tiere für uns töten? Das machen wir mit Menschen in der Regel auch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Bauern. Weißt du, der bringt auch immer den Menschen da rein. Klar, der ist halt das Beste. Wir haben es im Beitrag gesehen, das sind Leute, die eine Beziehung haben zu ihren Tieren. Sie geben den Namen, die Bauern, die sich Mühe geben, dass es diesen Tieren gut geht, dass sie Auslauf haben, dass sie vielleicht sogar dafür sorgen, dass sie das eigene angebaute Futter diesen Kühen geben. Für die muss ihre Position eine totale Extremposition sein. Es ist immer interessant, von welcher Seite dass man schaut, was extrem ist. Ich selber finde extrem, dass man Tiere tötet für den eigenen Zweck. Ja, ja, ist klar. Die Nicht-Veganer bezeichnen uns Veganer als extrem. Und wir bezeichnen die nicht vegan als extrem, ja. Nur, ja, seit jedem normalen Menschen, mit dem alles in Ordnung ist, ist klar, wer von beiden extrem ist, ne? Der in der Blutlache steht oder der nicht in der Blutlache steht? Der Köpfe abschneiden lässt, Versklaven vergewaltigen lässt oder der das alles nicht verantwortet, nicht bezahlt? Also jedem ist das klar, aber Menschen sind halt so, ne, das ist, denen ist scheißegal, wer die Wahrheit sagt oder sowas. Die wollen einfach sagen, nein, ihr Veganer seid die Extremisten. Genau. Aber wie gesagt, man kann mit dir besser oder schlechter umgehen. Und im Biohof ist sicher der besser. Allerdings glaube ich nicht, bloß weil die einen Namen haben, dass man mit ihnen besser umgeht. Weil am Schluss ist es einfach so, die werden geschlachtet und das schlägt kein Geiss weg. Gibt es denn aus Ihrer Sicht keine Situation, wo der Konsum von Fleisch gerechtfertigt ist? Man kann sich vorstellen, dass es Situationen gibt, wo Menschen von gar nichts anderes leben könnten. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es im Norden Leute gibt, die auf den Fleischkonsum angewiesen sind. Aber sogar dort können wir uns vorstellen, dass wir Alternativen zur Verfügung stellen. Im Prinzip gibt es höchstens Notsituationen, wo für mich das gerechtfertigt wäre. Sie haben einmal in einem Interview gesagt. Ja, da widerspreche ich. Sogar in Notsituationen dürftest du das nicht machen. Fleisch essen. Man würde es machen, aber man darf es nicht machen. Ne? Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ist es unanständig? Also, es kann ja Menschen geben, die darauf angewiesen sind und das machen, aber ich als außenstehende Person kann ja diese Situation dieser Menschen bewerten, moralisch bewerten. Ne? Also normative Aussage über ihre Handlung treffen. Und genau, und wenn man mich danach fragt, wenn ich diese Notsituation beobachte, und ich eine normative Aussage treffen muss, dann sage ich, dass ich das nicht okay finde, also unmoralisch finde. Es kann nicht sein, dass jemand ein Lebensrecht verliert, weil jemand Hunger hat. Das hat Hunger mit dem Lebensrecht eines anderen Individuums zu tun. Es hat nichts miteinander zu tun. Könnte man doch sagen, oder? Man isst sie, weil sie da sind. Wären nur Menschen, da würde man Menschen abschlachten und aufessen. Von daher, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen, ja, würde ich gerne hören von dem Markus Wild, wie er das verargumentiert, dass das moralisch ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er das meint. Der hat ja gesagt, das rechtfertigt es. Da könnt ihr als Fleischesser sagen, ab und zu mal ein bisschen unanständig sein. Ja, darf man ab und zu, würdest du das ab und zu in irgendeinem anderen Kontext akzeptieren? Im vergewaltigen Kontext, Sklavenhalten Kontext, Abstechen Kontext, also Menschen abstechen, ab und zu Amok laufen. Da würdest du irgendeinen Ab und zu Kontext akzeptieren? Nein, würdest du nicht, komisch, ja?
doch nicht schlimm. Ja, so habe ich das dort nicht gemeint. Jemand, der unanständig ist, tut immer sich selber den Vortritt geben. Und alle anderen sind entweder im Weg oder sind das Instrument. Und das ist ja genau unser Verhältnis zu dir. Wir zählen immer zuerst und dir haben immer das Zwei vom Rücken. Und das ist eigentlich so die grundsätzliche Unanständigkeit, die unseren Fleischkonsum auszeichnet. Jetzt könnte man ähnlich sagen, mit Ihrer Haltung, mit Ihrer klaren Haltung, versuchen Sie der absoluten Mehrheit der Leute in der Schweiz, die Fleisch essen, einfach ein schlechtes Gewissen zu machen. Naja, schlecht. Schlechtes Gewissen zu machen, ja, was denn sonst? Schlechtes Gewissen ist nicht schlecht, das ist... Wenn du einem Menschen ein schlechtes Gewissen machst, dann glaubst du nicht, dass das liegt an irgendwas, warum er dann ein schlechtes Gewissen hat? Vielleicht, weil er Schlechtes macht? Wenn er Schlechtes macht, kann er kein schlechtes Gewissen haben. Das ist eine wichtige Sache in der Moral, dass man sich auch hinterfragt. Man hat sie ja im Film gesehen. Sobald die Leute anfangen nachzudenken, dann kommt halt auch schlechte Gewissen. Was mache ich da? Aber das Ziel ist nicht schlechte Gewissen. Man muss immer unterscheiden, ethisch bin ich dafür, dass man gar kein Fleisch isst. Politisch ist die Frage, wie kommen wir dort hin? Und da ist für mich ein Biohof sicher der erste Schritt. Und der nächste Schritt kann dann sein, dass man ganz verzichtet. Da werden Sie sicher mit den Haufen Leuten nicht einig. Herr Wild, vielen Dank, haben Sie mit mir über das Thema geredet. Ja, aber siehst du, auch so ein Professor, Der kann nicht einfach, ja, das Sinnvollste, was er hier hätte machen können, ist zu fragen, wie rechtfertigen Menschen, die Fleisch essen, das Fleisch essen. Oder auch den Interviewer fragen, wie er das rechtfertigt. Und dann allen aufzeigen, dass der Interviewer seine Position nicht verteidigen kann. Das wäre effektiv. Danke Ihnen. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet. Oh ja. Es waren dramatische Bilder letzten Februar in Yverdon. Warte mal, war es das wirklich schon oder was? Oh oh. Oh, das war es tatsächlich schon. Oh Mann. Das habe ich jetzt nicht einkalkuliert, dass das nur so kurz geht. Okay. Aber kein Problem. Eugen will find a way, obwohl ich es auch wirklich satt habe, dazu zu hören bei diesem Schweizerdeutsch, wo ich jedes zweite Wort nicht verstehen kann. Okay, also das war die Doku, was soll ich sagen? Absolut ekelhaft und ja, es ist in jedem Land gleich, egal in welches Land du gehst, überall das gleiche Massaker, überall die gleiche Heuchelei, die Leute erzählen irgendwas von wegen, wie schlimm die das finden und gucken dann zu, wie die Tiere abgemurkst werden und dann in der nächsten Szene essen die das Tier. So, ja. Es ist überall gleich, leider. Es ist überall gleich.